Es ist noch gar nicht so lange her, da saßen wir schon einmal hier und feierten ein Event, ein Meilenstein, ein Ereignis, ein Ziel, das wir gemeinsam erreicht hatten. Und es war das 600 Abonnenten-Special. Und jetzt sind wir schon bei 700. Ist es euer Ernst, Leute? Herzlich willkommen zum 700 Abonnenten-Special. Mein Name ist Maxi und ich freue mich gerade wie ein kleiner Junge, dass wir schon wieder so weit sind. Es sind 5 Wochen vergangen, ungefähr. Da haben wir das letzte Special gedreht. Und heute machen wir weiter. Von mir aus gerne. Das heißt, wir haben ein bisschen wieder was zum Aufmachen. Ich zeige euch einfach mal das bisschen, was ich für uns organisiert habe. Mit freundlicher Unterstützung natürlich von Lotti Cards haben wir da ein bisschen was zusammengepackt. Und das wird richtig lustig. Also wir fangen erstmal an mit einer großen Kapuriki-Kollektion. Das ist ja noch nicht alles. Ich meine, wir müssen ja irgendwo anfangen, klar. Wir haben aber noch mehrere Dinge, wie zum Beispiel hier so ein Blister mit einem Booster drin und einer Promokarte. Hier mit Lurantis zum Beispiel aus Stunde der Wächter. Aber das ist es ja immer noch nicht, denn wir haben davon tatsächlich 2. Das Teil kann man sogar gut spielen. Also haben wir davon 2 Stück. Und es geht immer noch weiter mit Blisterpacks. Diesmal aber mit 3 Boostern. Hier Sonne und Mond. Mit ein paar Promokarten. Hier in diesem Fall haben wir Litten. Genauso wie hier auch einmal unser kleines Flammenkätzchen und einmal Togedemaru. Haben wir auch nochmal ein Blisterpack da. 3 Booster. Wir sind jetzt schon bei 9, 10, 11, 12, 13, 14 Boostern. Das Beste kommt aber noch zum Schluss. Das war extrem cool, dass die Jungs und Mädels von Lotti Cards mir das geschickt haben. Weil ich habe das schon mal gesehen von der alten Kollektion und wollte so ein Teil auch haben, um es eigentlich der Niki zu schenken. Und jetzt haben wir es bekommen. Wir haben einen Case bekommen. Wir haben so eine Treasure Box bekommen. Das ist ein Köfferchen mit ganz viel Spaß drin und das können Kiddies auch als Brotzeitbox von mir aus benutzen. Ich finde das Teil einfach geil und ich finde das so gut, dass wir das heute einfach mal mit aufmachen werden, weil ich habe keine Ahnung, es ist ein Booster drin, es ist ein bisschen Spiel und Spaß drin, so ein kleiner Binder ist drin, Promokarten sind drin und so. Ich freue mich wie ein kleiner Junge, ohne Mist, Leute. Sehr, sehr geil. Vielen, vielen Dank nochmal an alle, dass es so schnell eigentlich geklappt hat, wenn man nochmal drüber nachdenkt. 5 Wochen sind vergangen und wir haben nochmal 100 Leute dazugekriegt in die Community. Das ist krank und das freut mich. Also, genug vom Intro, genug gebabbelt. Man muss ja immer so ein bisschen, ne? Und auch zeigen, dass man euch lieb hat. Und deswegen gibt es auch wie immer nochmal eine kleine Codekarte. Diesmal aber tatsächlich, glaube ich, eine spanische, von einem spanischen Booster. Wurst könnt ihr genauso einlösen. Ist für euch auch wieder ein deutscher Inhalt drin aus. Ihr habt das Spiel auf Englisch, dann sind die Karten auf Englisch. Ist also vollkommen Wurst. Hauptsache, ihr könnt den Code einlösen, mir sagen, was ihr gezogen habt und hoffentlich ist es auch wirklich was Gutes. Also, Freunde, wir starten mit einer Kapuriki-Kollektion, denn ihr wollt ja immer wieder Openings sehen. Das habe ich mal so vernommen, dass es auch für so ein Special ganz geil wäre. Viele haben aber auch gefragt, ob es möglich wäre, nachdem ich ja den Vorschlag gemacht hatte, ein paar der Kollektionen zu zeigen, ein paar der Binder zu zeigen, die Niki und ich gesammelt haben. Es sind halt wirklich viele und ich muss mal gucken, ob ich nicht dazu vielleicht ein separates Video mache oder ob wir uns so eine komplette Pokémaxi-Bestandsaufnahme für die 1000 Abonnenten aufheben. Weil das wird wirklich lange dauern und da können wir bis dahin vielleicht noch einige Karten dazu bekommen, einige Sets vervollständigen und dann haben wir vielleicht, ne, noch einen Anreiz, zu den 1000 zu kommen. Das wäre doch geil, oder? Heben uns das erstmal auf, machen wir die Openings so weiter, weil ich finde, das macht aktuell so viel Spaß. Wir haben so viele Karten, die wir noch haben wollen und so viele Booster und Chancen, noch was Gutes zu ziehen. Deswegen fangen wir damit an. Also die Kapuriki-Kollektion mit einer XL-Version von Kapuriki GX. Wir haben hier eine Promokarte, die ziemlich cool ist mit Salto-Spirale. 3 Booster, 2 aus Sonne und Mond, 1 aus Evolution, wie es ausschaut. Schaut auf jeden Fall ganz nice aus. Falls ihr Interesse an solchen Boxen natürlich habt, checkt wie immer in die Videobeschreibung. Findet ihr den Link zu Lotti Cards, da könnt ihr einfach mal vorbeischauen. Da gibt es alle möglichen Kollektionen, solche Boxen eben. Und das Schönste an der ganzen Sache ist, Lotti Cards hat erst am Dienstag einen neuen Shop online gestellt, beziehungsweise die aktuelle Homepage überarbeitet. Die schaut wahnsinnig gut aus. Schaut es euch einfach mal an, www.lottikards.de, und lasst ihm gerne Feedback da. Wenn euch die Seite gefällt, wenn ihr irgendwas seht, was euch vielleicht nicht so gut gefällt, vielleicht sogar Fehler findet, Rechtschreibfehler, was weiß ich, dann könnt ihr ihm gerne E-Mail schreiben. Ich packe euch alles nochmal unten in die Videobeschreibung. Er würde sich sehr freuen, ich wäre euch sehr dankbar und es kann auch da eine Kleinigkeit für euch mit dabei herausspringen. Also würde mich freuen, wenn ihr da mitmachen könntet und uns da ein bisschen unterstützt. Also Kapuriki, Bad Boy, finde ich geil. Ist auch ein spielbares Pokémon, muss man sagen, ist bekannt. Ähnlich von der Ability her wie das Dragoran, das wir schon mal hatten aus Fliegende Fäuste. Aber hier haben wir ein ziemlich cooles Basis-GX-Pokémon.
eine Legende in diesem Fall, ja, einer von diesen Guardians, wie ich sie immer gerne nenne. Schönes Teil, also auch als XL-Karte gerne aufzuheben. Es wird davon aber auch noch eine Shiny Collection geben. Da wird genau diese Karte als Shiny-Version nochmal erscheinen. Shiny erscheinen. Und das kann man sich auch nochmal geben. Mal schauen. Also, wir haben hier wieder eine... Ja, das ist immer so ein Spiel des Grauens, weil man nicht weiß, schafft man es, die Karte ohne Macken rauszukriegen oder nicht. Ich habe noch nicht den ultimativen Weg gefunden, das ohne großes Geschiss zu machen. So ungefähr hatte ich das immer gemacht. Ja, das schaut doch... Freunde, schaut doch gut aus. Keine Macke. Kurzer Check. Jawohl. Geil. Hervorragend. Also, da muss ich mir kurz mal selbst... Den habe ich geschafft. Beim letzten Mal habe ich meinen Wolverock leider extrem hart verkackt. Das hat einen fetten Knick gekriegt. Aber zum Spielen reicht's. Meine Sammlung reicht's mir erstmal. Deswegen ist es in Ordnung. Also, Evolution. Wir starten mit dem ersten von vielen Boostern am heutigen Tag. Für dieses 700 freaking Abonnenten-Special gibt's direkt noch meine Codekarte. Ja, Freunde, davon wird's halt massig geben. Denn ich muss euch ja einfach ein bisschen was zurückgeben. Weil so viele Leute in so kurzer Zeit, wie hat das funktioniert? Sind so viele Leute über Discord neu dazugekommen? Ich hoffe doch, weil das macht echt Spaß, mit euch da zu schreiben. Falls ihr noch nicht dabei seid, ihr wisst, was jetzt zu tun ist. Wir haben erstmal unsere erste Rare-Karte. Ist ein, ja, ein Stami. Schade. Und ein Reverse-Holo Turtok Geistesbund. Soweit noch nicht atemberaubend, aber nicht so wild. Weil wir so viel Zeug haben, deswegen... Hohoho, los geht's, weiter geht's. Wir haben Sonne und Mond. Da gibt es auch so viele schöne Karten. Das Set ist aber Stand jetzt wieder vollständig, denn ich habe mein fehlendes Solgaleo Full Art bereits getauscht bekommen. Warte nur noch darauf, dass es bei mir eingeht, sollte aber nicht mehr lange dauern. Und dann ist das Ding auch vollständig. Und deswegen meinte ich, lasst uns noch mal ein bisschen warten, bis alle Karten da sind. Und dann können wir uns alle Beine mal in Ruhe anschauen. Ein Team Sky Rüpel als Reverse-Holo-Karte und ein weiteres Regular Rare Knirrfischlein. Nicht so geil? Mir egal. Heute kann mir echt nichts die Laune verderben. So viele coole Sachen, die wir aufmachen wollen. So viele Gründe, einfach nicht schlecht drauf zu sein, wenn man sich mal das Wetter gibt. Wetter bombastisch. Wir haben so heißes Wetter hier. Morgen werden es irgendwie 37 Grad. Also bei mir ist heute effektiv Mittwoch, deswegen... Das wird extrem hart. Also Gott sei Dank haben wir im Büro eine Klimaanlage, sonst würde ich da eingehen und ich darf halt keine kurze Hose anziehen, weil, ne, ist bei mir halt nicht so cool. Wir haben Quartermark als Reverse-Holo-Karte und ein Rotom Pokédex als Secret Rare-Karte. Das ist doch gar nicht mal so verkehrt. Dann haben wir jetzt davon zwei Stück und der bereits in meinem Tauschordner ist, ist Englisch und viele wollten unbedingt einen Deutschen haben. Hier, schaut mal. Deutscher brauche ich nicht, tausche ich sehr gerne, ist nicht 100% zentriert. Aber das wussten wir, dass es bei Sonne und Mond ein paar Probleme gab. Deswegen, leider ist das so. Wenn ihr sie trotzdem haben wollt, sie steht zum Tausch. Dann, weiter geht es mit dem nächsten von zwei Blisterpacks mit Lurantis. Hier aber Stunde der Wächter-Karten oder Booster. Da können wir noch ein bisschen was gebrauchen. Da fehlen mir ja noch, ja, so gut wie fast alle Rainbow Rares und Secret Rares und so Zeug. Und ein paar der Full Arts auch noch. Deswegen wäre ich da jetzt echt nicht, nicht so, ne? Ich hätte nichts dagegen, davon ein paar zu ziehen. Also, Blister Packs sind immer nur so ein bisschen doof aufzumachen, weil wir haben jetzt hier unten auch noch eine Promokarte drin. Machen wir mal richtig hier komplett auf, dass wir nirgendwo dagegen ecken. Oh Gott, ich muss danach mein ganzes Zimmer hier auseinanderlegen. Also, wieder eine Promokarte. Diesmal geht es aber sehr einfach, ist so eine recht dünne Box und wir haben sogar noch einen coolen Coin, in dem Fall mit Metagross, mit einem Shiny Metagross sogar eigentlich. Haben eine Codekarte, die brauche ich tatsächlich fürs Online-Spiel, deswegen kann ich euch die nicht geben, weil ich brauche die Promokarte und zwar dieses Mantidea, eine Non-GX-Version mit Sunny Day als Ability, lässt eure Pflanzen und Feuer-Pokémon 20 Schaden mehr machen und das ist sehr, sehr wichtig, wenn man mit dem Mantidea GX spielt oder mit einem Tapu Bulo, wie heißt der jetzt? Kapu Toro, glaube ich. Ah, Mann, deutsch-englische Namen ist echt zum Kotzen manchmal. Aber gut, das gehört dazu. Erstes von vielen hoffentlich Sonne und Mond 2 Boostern. 4, 2, Turbolader und Vollgas! Wir haben Trubbish Matchup, wir haben Geodude, wir haben Komala, den Rescue Stretcher, eine gute Karte, Aluma Lalulala. Wir haben Machop als Reverse-Holo-Karte und wir haben ein Solgaleo, hier auch wieder eine Regular Rare, die wir nicht brauchen, aber die trotzdem sehr cool ausschaut, so gesehen okay,
Es kann 270 Schaden machen, aber ehrlich gesagt, not necessary für ein Stage 2 Pokémon, das nur 160 KP hat. Spielen wir lieber das GX, das macht ein bisschen mehr. Jesus Christus, Moment. Muss ich wieder hier mit der Schere anfangen, alles klar. Ja, ich hoffe, das macht euch halt wirklich nichts aus, dass wir die Sammlung erstmal ein bisschen aufheben, weil, wie gesagt, wir haben echt viel Stuff zu erledigen hier. Und was würdet ihr sonst so gerne sehen für Videos? Weil aktuell, es kommen ja viele Openings, es kommen viele CBMs und so. Was gefallen euch sonst noch so für Videos? Ich bin immer so ein Typ, der gerne wissen will, was seine Leute gerne mögen. Dann kann man sich auch mal wieder was Neues überlegen. Wenn ihr eine ganz neue Idee habt für ein anderes Videoformat, dann höre ich mir sowas natürlich auch gerne an. Dann kann ich vielleicht da auch was für mich nochmal entwickeln. Irgendwas Neues, irgendwas anderes Spaßiges. Und deswegen immer kreativ sein, immer mir Vorschläge dalassen. Es kann ja nicht vergebens sein, ja. Ich kann nur sagen, ist cool und ich schaue es mir mal an. Oder, ja, ist jetzt nicht ganz so mein Fall, aber Ideen sind immer gut. Deswegen einfach schreiben. Wir haben Wimpert, Gumi, Wilmer, Beldum, Rockruff. Jawohl, Klassiker. Altar of the Moon. Wir haben Wailord als Reversal-Lokarte und wir haben einen Victory Bell. Das kann doch nicht euer Ernst sein, ey. Wir haben so viele fünf Booster aufgemacht und bis jetzt nur eine, ja, nicht regular Rare gezogen. Das ist ja absoluter Schuss in den Ofen. Aber wir haben schon mal eine Secret Rare und wir haben immer noch Stuff to do mit dem nächsten 3-Pack-Blister. Da haben wir auch wieder eine coole Münze dabei. Die wird der Niki sehr gut gefallen, weil da ein süßes Pikachu drauf ist. Togetemaru wird dann auch zu ihr wandern, weil es ein süßer kleiner Nager ist. Das ist also auch vorprogrammiert. Was habt ihr noch vor euch für Produkte zu kaufen? Habt ihr mal ein bisschen euch umgeschaut, was alles kommen wird? Weil es sind echt viele Karten, die jetzt als Promokarten kommen, beziehungsweise halt eine eigene Box bekommen. Es kommt ja was Cooles auch zu Psyana und Nachtara GX. Gibt es ja nochmal ein alternatives Artwork. Vielleicht ist das ja was für euch. Also hier Togetemaru. Haben wir Togedemaru, so heißt der Kollege, mit weichem D und nicht mit hartem T. Als Promokarte wieder eine Codekarte für dieses Produkt. Die behalte ich immer recht gerne, die kann man online auf jeden Fall nochmal benutzen. Und 3 Booster Packs, hier alle aus Sonne und Mond 1. Und wo bleibt mein goldener Hyperball? Ich warte immer noch darauf. Ich habe ihn zwar schon, aber ich würde einfach gerne mal so eine Karte aus dem Booster ziehen, weil das ist ja so random. Ah, schauen wir, dass wir zumindest keine Regular Rare mehr ziehen, weil sonst kriege ich hier echtes kalte Kotzen. Also, Eevee, wir haben wieder eine Energiekarte. Lily, Crushing Hammer, Fearow als Reversal-Karte und wir haben ein Stoutland 9. Calm down, kein Stress, Brudis, alles cool. Schande aber auch. Togedemaru ist auch hier in seiner Version am Start mit einem Whoop-Bam, Sonne und Mond. Code für euch. Oh, der war knapp. Daumen drücken. Kavana. Wir haben Snubbull. Wir haben Rare Candy. Pinsir. Hau. Golbat als Reversal-Karte. Und ein Cosmo. Ist das dein Ernst? Was ist denn hier los? Wie kann ein Mensch nur so viel Pech haben beim Booster-Opening? Das kann doch nicht sein. Wo bleiben diese ganzen Overkills hier? Die derben Karten, die derben Openings. Na gut, wir bleiben optimistisch mit einem Poplio. Schauen einfach mal weiter, was sich hinter einem Paras versteckt. Vielleicht von einem Datrix bewacht. Ein Rare Candy als Reverse Holo. Und ein Lunala GX. Als hätten sie mir endlich mal zugehört da oben. Ich will eine GX haben. Und ich habe sie bekommen in Form von Lunala. Steht also auch direkt zum Tausch für euch bereit. Die Karte habe ich bereits. Also wenn ihr sie braucht, ihr wisst, wo ich bin. Ihr wisst, wie man mich anschreibt. Also tut es einfach. Cool. Nächstes Blister. So viel Stuff. Also die bekommt ihr auch aktuell bei Lottie Cards, falls ihr da Bock drauf habt. Die sind auch jetzt im Angebot, weil meine Kollegen feiern ja auch, dass sie ihren neuen Shop online haben und wollen euch ein bisschen was Gutes tun. Und deswegen haben sie die Preise schön nach unten reguliert. Schaut es euch einfach mal an, weil wie gesagt, für 3 Booster, ja, was zahlt man normalerweise? Ja? 15 Euro? Schaut euch mal das Angebot an und vielleicht habt ihr ja Bock drauf, euch das auch zu holen. Also, es geht weiter. Die Codekarte habt ihr wahrscheinlich schon gesehen, aber ich bin schneller beim Einlösen, deswegen ist das gar nicht so wild. Die nächste Promokarte mit einem Litten, unsere süße kleine Feuerkatze.
Produkt wieder auf meine Seite. Dreimal Sonne und Mond. Eins. Es muss jetzt kommen. Es muss was kommen. Wir machen 4, 2 und Turbolader. Starten wieder mit einem Popplio. Ich weiß nicht, also ich bin mittlerweile schon ein Fan geworden von dem neuen Artworks oder beziehungsweise von dem neuen Layout. Aber wenn man halt die alten Karten kennt, dann tut man sich am Anfang echt schwer. Aber was sagt ihr mittlerweile dazu? Habt ihr euren Gefallen auch dran gefunden an solchen Energiekarten? Mögt ihr lieber noch die alten Sachen? Schreibt es mir einfach mal in die Kommentare. Wir haben wieder ein Cloyster. Ey, die nächste Regular Rare, ey, wenn ich könnte, wenn ich es übers Herz bringen würde, würde ich die nächste Regular Rare, die wir ziehen, einfach mal, hey, du bleibst genau da, würde ich die nächste Regular Rare einfach mal zerreißen oder so, weil das ist echt hart. Schaut euch das mal an, wir haben zwei Karten nur gezogen, die halbwegs was bringen. Und nur Regular Rares. Nicht mal eine Holo ist dabei, was ist denn das? Das kann doch nicht dein Ernst sein. Aber gut, ein wahrer Gentleman bleibt immer gelassen, nicht wahr? Cosmovum. Alles klar. Macht trotzdem sehr viel Spaß mit euch. Ich bin echt gern bei euch, wisst ihr das eigentlich? Zeige ich euch nicht so oft, oder? Ich bin echt gern mit euch unterwegs da auf Discord, auf Facebook oder so. Wenn ihr mit mir schreibt, macht immer wieder Spaß und ihr erzählt mir immer coole Stories. Man kann sich immer ein bisschen austauschen, Erfahrungen und das Tauschen macht immer Spaß. Also falls ihr noch nicht die Gelegenheit genutzt habt, mal mit mir zu schreiben oder mit mir zu tauschen. Ich freue mich über jeden, der da einfach mal vorbeikommt. Team Skullrüpel als Reversal-Karte. Und ein SBNGX. Ja voll. Langsam aber sicher komme ich in den Bereich, wo ich echt zufrieden bin mit dem Puls. Aber, Freunde, da geht noch so einiges. Das war leider schon das zweite 3-Pack-Blister. Ja, wir haben ja noch eins, ne? So ist es ja nicht. Wir haben ja noch ein drittes. Also machen wir das auch direkt mal auf. Weil wir wollen so viel wie möglich heute aufreißen. Nicht jetzt frauentechnisch, weil der Zug ist abgefahren, Freunde. Der Zug ist echt abgefahren. Wir wollen Booster aufreißen und davon jetzt noch so viele wie geht. Wir haben schon, wie lange sind wir denn in der Aufnahme? Ja, schon 18 Minuten ungefähr, laut meinem Monitor hier. Aber ich denke, so eine halbe Stunde wird schon dauern. Habt ihr aber auch, denke ich, nichts dagegen. Na komm. Man kann ja da entspannt auch mal was anderes nebenbei machen. Also wenn ich die Kamera ein paar Mal umhaue, ne, dann verzeiht's mir, aber es steht einfach im Weg. Wieder eine Promokarte. Diese wäre jetzt auch tatsächlich zum Tauschen. Falls ihr solche Promokarten sammelt, gerne auch hier eine Version für euch. Ich glaube, das Togedemaru hat die Niki sogar schon. Also könnten wir auch davon eine abgeben. Nächstes Booster. Gott, mein Zimmer schaut aus wie Scheiße, aber wer kennt das nicht? Wenn man so viele Booster aufreißt und nicht gerade den Mülleimer daneben stehen hat, sondern hier wild das Rumfetzen anfängt, dann fliegt da einfach Müll überall hin. Wir haben einen Habitak, Kollege. Ich werde so viele Habitaks wie möglich sammeln. Du weißt, wen ich meine. Dich. Ja, Kollege. Dir schicke ich auch mal ein Paket, nur mit Habitaks. Falls ihr das CBM dazu nicht gesehen habt, checkt einfach mal auf den Kanal. Das war so dumm. Das war so dumm. Aber Decidueye als Reversal-Karte. Masquerade. Gut, dass ich gelernt habe, meinen Frust zu überwinden bei Pokémon. Da das mir ja nicht zum ersten Mal passiert. Aber ist kein Problem. Irgendwann wird dieses eine Godlike-Video kommen, das ich so hart Clickbait-technisch irgendwo hochladen werde, wo 1 Million Puls drin sind und kein Mensch das glaubt. Wir haben... Wir machen einfach weiter. Weil sich drüber aufzuregen macht ja gar keinen Sinn. Das bringt uns ja auch nicht bessere Karten, deswegen. Puh. Wieder 4-2, passt. Mal ohne Kommentar. Rock'n'Roll! Ach komm, echt jetzt? Echt jetzt zweimal SBNGX? Das ist ja absolut bescheuert. Jetzt ziehen wir schon keine Holos oder sonst irgendwas Vernünftiges. Wobei Espen eigentlich schon cool ist und Pokédex. Ich will ja nicht die Karten schlecht reden, aber ich würde gerne auch andere Karten ziehen. Kommt einfach nochmal im selben Blister ein Espen. Oder war das im selben Blister? Ich weiß es gar nicht mehr. Eieieiei, alles klar, kein Problem. Fast, Freunde. 21 Minuten auf meiner Uhr. Zeit für
Das letzte Teil, und das wird so dumm, das wird so lustig, ich weiß es auch nicht. Diese coole Box, ich weiß nicht, von welcher Edition ich die damals gesehen habe, bei einem Kiddie, wo ich mir dachte, hä? Gibt's jetzt Brotzeitboxen von Pokémon, aber so groß, so wie ein kleiner Koffer ist das ja eigentlich. Und dann habe ich gecheckt, dass, und jetzt auch durch die, dadurch, dass es die von Sonne und Mond auch bei Lottie Cards gibt, habe ich gesehen, ah, da ist ja einiges an Stuff auch drin, schau ich das mal an. Die Box an sich ist schon sehr, sehr cool, würde ich auch sehr gerne behalten, weil da kann man so viel Spaß einfach noch mit reinpacken, seine überflüssigen Würfel und Folien einfach irgendwo zentral aufbewahren. Schau ich das Ding mal an, es ist so süß mit den neuen Starter-Pokémon. Vorne die großen Legenden, sehr, sehr geiles Teil. Also vielen, vielen Dank nochmal an die Kollegen von Lottie Cards dafür, das ist so ein geiles Teil. Ist jetzt vielleicht nicht mehr so für meine Schulzeit geeignet oder irgendwas, aber das ist so cool. So, wir öffnen die heilige Truhe des Pokémon-TCGs und sehen als allererstes schon mal sehr schön aufbereitet hier unsere drei Promokarten mit Rowlet, Litten und Popplio. Ich glaube, dahinter sind dann eine Codecard ist noch dahinter. Wir haben noch einen coolen passenden Coin zu den dreien. Das ist also auch eine Sache. Ich glaube, ich lasse das Ding einfach genauso, wie es ist und gebe es dann der Niki. Kann sie sich mal anschauen, ob sie es haben möchte. Weiter geht es mit den Boostern, die wir hier finden werden. Und das ist immer unterschiedlich, glaube ich. Wir haben 5 Stück. Wir haben Sonne und Mond 1 und 2. Wir haben Dampfkessel und Schicksalsschmiede. Also auch nochmal ein paar alte Booster. Das ist auch nicht so schlecht. Und wir haben Stifte. Ah ja, stimmt. Edzardler, kann ich mich erinnern. Es gibt ja auch diese coolen Stifte. Ich glaube, da hatte ich die von XY oder so mal gesehen. Mit Froakie und so. Und dann haben wir noch etwas da drin. Das ist der... Okay, dann haben wir hier so Sticker. Sticker sind natürlich auch immer cool. Kann man sich auf einen Ordner kleben oder auf eine Deckbox. Und einen kleinen Notizblock. Also passend dann eben für die Stifte haben wir hier auch noch einen Notizblock. Das kann man bestimmt auch ganz cool verwenden. Das heißt, das versuchen wir mal alles so ein bisschen... Ja, ungefähr so. Und... Aha, Freunde der Sonne, hier ist dieser kleine Binder, den es schon öfters mal gab und den ich auch mal verlost habe. Also ich hatte ein paar mehr davon, habe ich die auch mal verlost. Das gibt es jetzt auch hier nochmal. Vielleicht heben wir uns den auch nochmal auf für eines unserer nächsten Abonnenten-Specials, denn da können wir die auch gerne mal an euch rausgeben, wenn euch solche Dinge gefallen. Die Box ist sehr nice, die wird auch genauso aufgehoben. Ich stelle sie nur mal weg, damit es nicht das ganze Bild voll macht. Das fällt hier echt gleich alles um. Gott, ich mache danach noch eine Aufnahme von dem hier. Dann könnt ihr euch das mal anschauen. Und dann machen wir jetzt wirklich abschließend die letzten 5 Booster auf. Und dann reden wir noch kurz über ein wichtiges Thema, das es ja bei jedem 100 Abonnenten-Special gibt. Natürlich die Verlosung. Die wird es auch dieses Mal geben. Und das machen wir gleich. Bisschen Geduld müsst ihr haben. Nur ein kleines bisschen. Dann gibt es auch mal zwischendurch wieder eine Codekarte für euch. Codekarte getauscht, wie das... Magic. Oh, die ist mir fast wieder ins Gesicht geflogen. 3, 2, 1. Risiko. Fast. Darkwing Duck war ein bisschen andersrum. Aber die Karten wollen wir trotzdem alle sehen. Den Pokémon Ranger Pyroar als Reverse-Holo-Karte und ein Mega Gardevoir EX. Jawohl, so habe ich mir das eher vorgestellt, dass jetzt mal öfters so ein paar von diesen Karten kommen. Aber auch das Pyroar ist ziemlich nice als Reverse-Holo-Karte. So ein Nice-to-Have-Teil. Schauen wir mal, es geht weiter mit einem... Booster, Dampfkessel, hier auch eine Codekarte wieder für euch. Heute gibt es wirklich viele, habe ich gesagt. 3, 2, Nidoran, Fungus, Mankey, Klink, wir haben Spirit Link, wir haben Drifloon als Reverse-Holo-Karte und wir haben eine Regular Rare mit Bastiodon. Mächtiges Teil an und für sich. Nicht mein Fall, nicht mein Favorite-Pokémon. Aber muss es ja auch nicht. Hier, Codekarte, by the way. Fates Collide. Nächstes Teil. 3, 2, voll geht's. In wenigen Sekunden haben wir wieder eine schöne Regular Rare. Nein, wir haben einen Omastar als Reverse-Holo-Karte und ein Alakazam EX Full Art. Das ist okay. Das ist echt okay. Das ist eine sehr coole Karte. Cool looking. Ja, spielbar leider nicht. Es gab mal einen Kollegen, der hat versucht, die Karte zu spielen, wirklich auf dem Turnier. Netter Versuch, hat nicht so gut geklappt. Aber immerhin, noch eine Full Art. Das ist geil, das ist geil. Ja.
Wo ist mein Löffel? Ich will ihn auch verbiegen. Kadabra-Style. Also, jetzt zerfetzen wir noch die letzten Sonne- und Monddinger. Also jetzt muss ich sagen, diese Box war schon mal extrem gut, was die Puls betrifft, weil wir schon einiges gezogen haben. Im Vergleich zu den anderen haben wir irgendwie 3 Blister-Packs öffnen müssen, um irgendwas zu finden. Aber so geht das gerne weiter. Wir haben den Rotom-Dex nicht nur als Gold, sondern auch als Regular. Den Nestball, wir haben Alolan Persian als Reversal-Karte. Und ein fucking Umbreon GX Full Art. Yes, das ist meine Box. Das ist meine Box. Wunderschönes Teil. Ich hatte echt überlegt, davon mir noch ein paar zu holen, weil ich ein Playset davon gerne hätte. Genauso wie von Psyana. Das Teil schaut halt schon echt sauschön aus in der Version. Da muss ich mir überlegen, ob ich die behalte oder ob ich die dann mit in den Trade-Binder hau. Weil ich ja eigentlich schon 2 Stück habe. Also eine für mich und eine für die Niki. Will mal gucken. Das Teil ist richtig, richtig nice. Okay, dann letztes Teil. Nächste Code-Karte für euch aus Sonne und Mond. 4, 2 und Abschluss. Jetzt erstmal hier ein bisschen Ordnung machen. Das geht ja gar nicht. Hier wieder Reverse-Stuff. Hier der ganze andere Bulk. Cosmog, unser Wölkchen. Bringt uns jetzt Richtung letztes Opening. Professor Kukui. Wir haben Corsola. Corazon quasi. Wir haben Schutz. Wir haben Makuhita als Reverse-Holo-Karte. Komm, lass wenigstens dieses Opening richtig fett enden mit einer geilen Karte. Stoutland! Nein! Fuck! Das wäre so Gangster gewesen, jetzt mit einer Full Art noch abzuschließen. Oder mit einem goldenen Hyperball. Ich will irgendwann mal ein Video haben, wo ich das letzte Booster fetze und da so eine richtig pervers geile Full Art drin ist. Oder eine goldene oder eine Rainbow oder irgendwas in der Art. Aber nee, haben wir nicht geschafft. Trotzdem extrem gute Karten mit dabei gewesen. Machen wir noch so eine kleine Recap davon, weil es gibt so viele schöne Sachen. Wir machen auch die Promokarten nochmal mit rein. Wir haben Promo-Stuff in Form von einem Litten. Nicht nur einem, sondern sogar 2. Wir haben Togedemaru. Wir haben Lurantis im Englischen, Mantidea im Deutschen. Wir haben das Kapuriki, das ist tatsächlich Deutsch, ups, fast verschluckt. Wir haben Lunala GX, wir haben Espeon GX zweimal vertreten. Sehr cool kombinierbar mit dem Deponitox aktuell, also macht echt Spaß. Mega Gardevoir, Regular. Die Bianca, wenn du das Video noch siehst und dir noch, nee, du hast dir glaube ich schon eins geholt. Du hattest eins gebraucht. Jetzt hätte ich eins für dich gehabt, tatsächlich. Ein Alakazam EX als Full Art Version. Sehr schöne Karte aus dem Set Fates Collide. Wir haben ein Umbreon GX Full Art aus Sonne und Mond 1. Und wir haben den Rotom Pokédex als Secret Rare auch aus Sonne und Mond Numero 1. Sehr, sehr nice. Also doch gar nicht mal so schlecht. Ja, wir haben anfangs echt ein bisschen gestockt. Was mich aber wundert, ist, dass wir wirklich keine einzige Holo-Karte gezogen haben, sondern nur Regular Rares. Und das ist schon echt krank. Ist das normal? Ist euch das auch schon passiert, dass ihr komplette Produkte aufgemacht habt und keine einzige Holo mit drin war? Das ist ja echt krank. Aber gut, gehört dazu. That's the game. Und das haben wir gespielt. Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen, denn mir machen diese Openings echt tierisch Spaß mit euch, weil ihr habt immer Bock auf neue Karten und auf das Rumgefetze und deswegen mache ich das auch gerne. Aber wir sind noch nicht am Ende des Videos. Ich habe es euch ja gesagt. Als allererstes gibt es nochmal eine Codekarte hier aus Stunde der Wächter aus dem neuen Set der Sonne- und Mond-Erweiterung des Pokémon-Sammelkartenspiels. Vor allem jetzt für den Online-Part. Wir wollten ja noch über das Thema Verlosung sprechen. Und ich werde auch eine kleine Kleinigkeit verlosen wieder. Es wird wieder 3 Gewinner geben, die vollkommen random ermittelt werden. Da werden wir wieder den Zufallsgenerator anschmeißen. Um teilnehmen zu können, gibt es wie immer gewisse Voraussetzungen. Die könnt ihr euch ja, denke ich, schon vorstellen. Ihr müsst natürlich ein Abonnent sein. Ihr müsst in diese Community kommen wollen. Ihr wollt auch hier bleiben. Das ist wichtig. Ihr müsst am besten im Video so viele Likes geben wie möglich. Denn abhängig davon, wie viele Leute wir sind, wie viele Likes wir bekommen, wird es eben 1, 2 oder 3 Gewinner geben. Diesmal machen wir es auf maximal 3 Leute hoch. Und das Wichtigste an der ganzen Geschichte ist, ich muss ja auch sehen können, dass ihr ein Abonnent seid. Also checkt eure Einstellungen. Ich lasse euch nochmal alles in der Videobeschreibung mit einer kurzen Erklärung, was ihr machen müsst in eurer Einstellung, Daten und Anzeigen. Easy, easy. Okay, aber eigentlich das, was ich sehen will von euch, ist,
einen sehr geilen Kommentar. Und diesmal möchte ich gerne von euch wissen, was euch an diesem Channel gefällt. Was gefällt euch an Pokémaxi so gut, dass ihr euch die Videos gerne anschaut? Wo habt ihr noch Verbesserungsvorschläge? Was kann man noch ändern? Also es würde mir wirklich viel, viel bringen, wenn wir diese Chance mal nutzen und ihr mir wirklich aufschreibt, in Form von konstruktiver Kritik, ihr dürft auch gerne Sachen kritisieren, wenn ihr mir wirklich sagt, was euch nicht so gefällt oder was euch besonders gut gefällt, dann weiß ich eben, ob das alles so in Ordnung ist, ob ich irgendwas anpassen soll für euch, ob es generell einfach neue Ideen gibt, weil damit kann ich arbeiten und euch einen besseren Content noch bringen. Wir versuchen natürlich in regelmäßigen Abständen auch Matches für euch zu machen, das haut nicht immer so ganz hin von der Zeit, deswegen wird es immer so ein bisschen eine Geschichte bleiben. Die Internetverbindung für Livestreams ist immer noch nicht da, also wir warten noch, das wird noch 3 Wochen dauern ungefähr, dann sollte das neue Internet verfügbar sein. Dann ist das gar kein Thema mehr, dann möchte ich auch gerne mal am Wochenende mit euch auf YouTube wahrscheinlich direkt streamen, mit euch das Online-Game zocken oder so. Da wird es dann wieder andere Dinge geben, aber jetzt für den Stand der Dinge, die Videos, ihr habt schon gesagt, dass ich nicht mehr so hart cutten soll, das ist kein Problem. Ihr werdet auch in diesem Video sehen, dass ich nahezu gar nichts cutte. Und das soll auch für mich so bleiben, ist auch einfacher für mich, da muss ich den Standard nicht so hochsetzen und jede kleine Sprechpause rausnehmen oder so, weil es soll ja natürlich bleiben, ja, und das möchte ich auch so beibehalten und deswegen von euch eine konstruktive Kritik und ich werde dann random 3 Leute da rauspicken, vorausgesetzt wir erreichen eine gewisse Anzahl an Likes, nachdem es letztes Mal so gut geklappt hat, machen wir das ganz easy, wir fangen an mit 30 Likes, ich denke das sollte zu schaffen sein, für einen Gewinner. Dann machen wir bei 60 Likes weiter für den zweiten Gewinner und dann springen wir einfach mal auf 100 Likes für den dritten Gewinner. Und das sollte reichen, das sollten wir aber auch schaffen, denke ich, und es wäre cool, wenn es generell bei den Videos sich so immer ein bisschen abzeichnet, dass euch die Dinger gefallen oder eben nicht gefallen. Daumen nach oben, Daumen nach unten. Wenn ihr einen Daumen nach unten gebt, schreibt aber bitte in die Kommentare, warum. Das brauche ich, um es eben beim nächsten Mal für euch besser machen zu können. Okay, ich hoffe, euch hat dieses 700 Abonnenten-Special gefallen. Wir werden definitiv erstmal die Binder nicht zeigen, weil es ist so viel Zeug. Also ungelogen sind es wahrscheinlich 11 Binder, gemischt große und kleine und 9 Pro und 4 Pro und also machen wir für ein separates Ding, denke ich. Da können wir ein bisschen noch was vorbereiten für euch und das Video wird dann auch echt lange dauern. Aber ihr wollt es sehen, ihr bekommt es und wenn ihr das nächste Video auch nicht verpassen wollt, ja, dann drückt da unten auf den roten Button, dann abonniert ihr den Kanal, drückt auf den Like-Button auch für dieses Video, da geht es nämlich los für die Verlosung. Schreibt den Kommentar, checkt, dass ihr ein Abonnent seid, schaut auch, dass ich es sehen kann. Das ist ganz, ganz wichtig. Das haben beim letzten Mal ein paar Leute verpennt. Da war die Seite einfach leer. Ich konnte nicht sehen, ob sie ein Abonnent sind oder nicht. Und dann waren sie automatisch eben nicht in der Verlosung mit dabei. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr mich auf Facebook anchattet oder wenn ihr auf Discord Bock habt, checkt in die Videobeschreibung. Da findet ihr den Link dazu, könnt ihr mit mir auf meinem Server schreiben. Sonst checkt Lotticards. Die ganzen Produkte sind von Lotticards gewesen. Da findet ihr alles mögliche deutsche, englische Produkte. Perfekter Service, muss ich eigentlich sagen. Also ich habe das Ding am Sonntag bestellt und ich habe es am Dienstag bekommen. Heute konnte ich es erst aufmachen, also was will man noch mehr? Und es wird immer sehr, sehr gute Preise geben. Checkt es einfach mal aus und ich freue mich auf die nächste Runde mit euch mit dem neuen Abonnenten-Special. Wir sind ja jetzt schon wieder bei 735, ja? Und wir sind schon wieder on the way to 800 Subscribers und das heißt, ich muss bald wieder, wahrscheinlich in 3 Wochen, das nächste Special planen. Aber mir ist es egal. Mobilisiert alle, die ihr kennt, haut sie alle in den Pott und sagt, schaut euch Pokémaxi an, wenn es euch gefällt, abonniert ihn. Und so soll es auch sein. Wenn es euch gefällt, abonniert Kanäle. Und dann haben wir echt eine Riesenmenge Spaß. Mit vielen Videos, mit viel Blödsinn und da freue ich mich schon drauf. Und bis dahin wünsche ich euch wie immer sehr viel Spaß beim Spielen. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Es war echt ein langes Video. Wir werden jetzt bei wahrscheinlich knapp 40 Minuten landen oder ja, 35, 40 Minuten. Aber ihr wolltet das. Und das kriegt ihr. Also mache ich gerne. Und bis dahin wünsche ich euch wie immer sehr viel Spaß beim Spielen. Wir nehmen unser Awesome nach Tara, ich muss es einfach sagen, Umbreon GX Full hat eine wunderschöne Karte. Wir nehmen sie nochmal mit her und sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Freunde. Ciao, ciao. Kurzer Nachtrag, ich habe ja gesagt, ich zeige euch noch so ein bisschen meinen Saustall, den ich hier veranstaltet habe. Wir drehen das mal so ein bisschen um hier. So schaut das jetzt in dem Fall aus. Ein Haufen Müll, ein Haufen Karten, noch mehr Müll, noch mehr Müll und Binder, ja, das sind so für Tauschkarten, weil ich schreibe mit euch immer hier auf Discord, hier links auf Discord, ist immer online auch, seht ihr hier, ha? Habe ich hier mit der Jenny geschrieben und so, da sind dann auch alle möglichen wichtigen Karten zum Tauschen drin, hier die Max Rarity Binders, um die Karten direkt ablegen zu können
Und hier unten ist auch noch ein bisschen Müll. Also, ich mache hier echt einen Haufen Dreck jedes Mal, wenn ich Karten öffne. Aber mir macht das Spaß. Ich finde das cool. Und ja, das war auch schon das Ende. Haut rein.